In diesem Video werde ich euch erklären, wie man die Sicherheit eines Konfidenzintervalls berechnen kann, indem man die Normalverteilung verwendet. Dazu schauen wir uns eine typische Aufgabenstellung an, die bei der schriftlichen Reifeprüfung auch schon einmal gegeben wurde, nämlich die Aufgabe mit dem Titel Sicherheit eines Konfidenzintervalls. Ihr findet sie unter aufgabenpool.at mit der Aufgabennummer 1-613. Betrachten wir die Angabe etwas genauer. Es geht um die Abfüllanlage eines Betriebes. Diese Anlagen müssen in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und neu eingestellt werden. Und es wurde festgestellt, dass nach der Einstellung von 1000 Packungen, die überprüft wurden, 30 nicht ordnungsgemäß befüllt waren. Und für den unbekannten relativen Anteil, der grundsätzlich in Zukunft nicht ordnungsgemäß befüllt entstehen wird, gibt der Betrieb ein symmetrisches Konfidenzintervall von 0,02-0,04 an. Und die Aufgabenstellung lautet jetzt, es soll die Sicherheit dieses Konfidenzintervalls berechnet werden und es gibt auch einen Hinweis darauf, wie das zu lösen ist, nämlich indem eine die Binomialverteilung approximierende Normalverteilung verwendet wird. Das heißt also, wir kennen das N in diesem Fall. Das ist 1000, denn 1000 Packungen sind überprüft worden. Die Häufigkeit der nicht ordnungsgemäß befüllten Packungen, das waren 30.000stel oder umgerechnet 0,03, das entspricht 3%. Und das Konfidenzintervall symmetrisch um diese Häufigkeit von 0,02 und 0,04 ist angegeben. Gesucht ist die Sicherheit Gamma. Und diese Sicherheit entspricht auch gleichzeitig einer Wahrscheinlichkeit, dass der unbekannte relative Anteil P sich in diesem Konfidenzintervall befindet. Nun, wenn ihr euch an die Normalverteilung erinnert, dann benötigen wir, um Beispiele zur Normalverteilung zu lösen, den Erwartungswert und die Standardabweichung. Dazu schauen wir in die Formelsammlung. Und die Angabe lautet, dass man eine die Binomialverteilung approximierende Normalverteilung verwenden soll. In der Formelsammlung findet ihr die Formeln für den Erwartungswert μ. Und zwar ist μ gleich n mal p. Und ihr findet die Formel für die Varianz Sigma Quadrat. Das heißt, nachdem wir die Standardabweichung Sigma benötigen, müssen wir die Wurzel aus der Varianz bilden. Das heißt, Sigma ist die Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. Das heißt, in einem ersten Schritt berechnen wir Erwartungswert und Standardabweichung. Ja, dieses p wäre in unserem Fall die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Packung nicht ordnungsgemäß befüllt ist. Und diese ist 3%. Das heißt, wir haben ein N von 1000. 1000 Packungen wurden untersucht. Mal 0,03. Das ergibt einen Erwartungswert von, wie es schon in der Angabe steht, 30 Packungen, die nicht ordnungsgemäß befüllt sind. Berechnet man jetzt die Standardabweichung, dann haben wir hier 1000 für N, 0,03 für P, 0,97 für 1 minus p und ausgerechnet und auf 3 Dezimalen gerundet ergibt das eine Standardabweichung von 5,394. Erwartungswert und Standardabweichung stehen somit fest und jetzt verwenden wir die Normalverteilung, um die Sicherheit bzw. Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass die nicht ordnungsgemäß befüllten Packungen in einem bestimmten Konfidenzintervall liegen. Schauen wir uns dazu noch einmal die Normalverteilung an. Beim Maximum, das ist der Wert, wo wir den Erwartungswert haben, das war in unserem Fall 30. Und jetzt geht es um ein Intervall symmetrisch um diesen Erwartungswert und mit einer bestimmten Untergrenze a,
und einer Obergrenze b. Und wir suchen, da bin ich ein bisschen rausgefahren, wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht ordnungsgemäß befüllten Packungen in diesem Intervall liegen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass unser a kleiner gleich unsere Zufallsvariable x kleiner gleich b ist. Nun ist die Frage, was ist a und b? Wir haben in der Angabe ein Konfidenzintervall von 0,02 und 0,04. Und wir müssen uns bewusst machen, das sind Prozentsätze. Es sind also 2% und 4% von insgesamt 1000 untersuchten Packungen. Das bedeutet also, um das a und das b zu bekommen, müssen wir diese Intervallgrenzen multiplizieren mit n, also mal 1000. Das bedeutet, 0,02 mal 1000 gibt 20 nicht ordnungsgemäß befüllte Packungen, 0,04 nach mal 1000 gibt 40 nicht ordnungsgemäß befüllte Packungen. Gesucht ist also die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Zufallsvariable, die beschreibt, wie viele Packungen nicht ordnungsgemäß befüllt sind, im Intervall 20-40 liegt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass 20 kleiner gleich x kleiner gleich 40 ist. Noch einmal zur Erinnerung, mit einem Erwartungswert μ von 30 und einer Standardabweichung Sigma von rund 5,394. Und das ist eine Aufgabe, die wir mit GeoGebra, mit Hilfe von Technologie also lösen werden. In diesem Video zeige ich euch, wie man mit Hilfe von GeoGebra die Sicherheit des Konfidenzintervalls berechnen kann. Wir kennen bereits μ, Sigma und wir haben uns auch die Grenzen des Intervalls ausgerechnet, für das wir die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass wir uns in diesem Intervall befinden. Wir öffnen nun zunächst einmal in der Ansicht den Wahrscheinlichkeitsrechner. Dann sollten wir die passende Verteilung auswählen. In unserem Fall ist gefordert, dass mit der Normalverteilung gerechnet wird. Um die Berechnung durchzuführen, benötigen wir μ, das war ein Wert von 30, und Sigma, die Standardabweichung, war ein Wert von 5,394. Bitte beachten, dass für das Komma ein Punkt eingegeben wird. Hier unten kann nun das passende Intervall gewählt werden. Unser Intervall entspricht einem Wert von einer Untergrenze 20 und einer Obergrenze 40. Zur Erinnerung, es ging darum, mit welcher Wahrscheinlichkeit man davon ausgehen kann, dass zwischen 20 und 40 Stück in einer Packung von 1000 Stück nicht ordnungsgemäß befüllt sind. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit entspricht der Fläche unter der Kurve, die hier blau dargestellt ist, und sie hat einen Wert von 0,93625. Das entspricht gerundet 93,6%. Das bedeutet also, die Sicherheit bzw. das Signifikanzniveau unseres 0,02-0,04 Konfidenzintervalls umgerechnet auf eine Anzahl 20 und 40 beträgt 93,625%.